Jetzt muss ich mir wieder eine Hoe machen, obwohl ich die eigentlich abbauen wollte. Oder wegwerfen wollte. Und Brot, endlich Brot. Lang ersehntes Brot, aber du hast Schweine gefunden. Vielleicht könntest du dich runterführen hier. Schweine hatte ich nicht. Oder Kühe. Kannst du hier runterlocken. Kommt. Wut, 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 wut. Folgt dem Dambo. Ach Mist, jetzt habe ich hier was kaputt gemacht. Ja, okay, Freunde. Wow. Ich glaube so langsam. Cool. Unter dem Kies ist eine Doppeltruhe versteckt. Unter dem Kies. Ist ja cool. Welcher Kies? Ja, ich bin ja wieder nach unten. Ja, ich bin gleich tot. Hol mich nicht. Ich kann eine Schaufel gerade gemacht. Du hast was? Ich kann es schaffen, sag ich. So, beide abgewehrt. Unter dem Kies. Ich bin hier nochmal wieder runtergegangen, ne? Mhm. Ich habe schon wieder ein dritter, oder was? Ja, weiter. Unter dem Kies ist eine Doppeltruhe versteckt. Ich glaube, das ist auch ein... Wie eine Doppeltruhe. Ja, so eine Doppeltruhe halt. So eine typische Doppeltruhe. Ja, ach so. Zwei nebeneinander. Das ist dann unsere, oder was? Nee, die ist unter dem Kies einfach versteckt gewesen. Könnte es nicht sein, dass wir die nicht einfach gepflanzt haben? Nee, da sind auch Sachen drin, die Kakaobohnen, Weizen, Brot, Kakaobohnen, Kakaobohnen. Schwarzpulver. So, ich bin jetzt voll im Inventar. Cool. Also das war echt mal... Oh, hier ist ein Spawner mit Dings bestimmt. Bogen. Ja. Sehr schön. Komm, dann hau mal rein. Schaff ich nicht. Oder? Naja, doch. Wenn du Licht machst zwischendurch, auf jeden Fall. Ja, dann spawnen sie nicht mehr nach. Fackeln hätte. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber du wirst auf jeden Fall meinen Leidensweg erkennen können, wenn du die Folgen dir anschaust, dann weißt du, wo ich lang gegangen bin. Und ja. Ich lasse ihn einfach erstmal bauen da. Obwohl, nee, das ist doof. Der soll da weg. Der muss da weg. So. Und noch eine Melone wächst hier. Zack. Ja, also unsere Bude ist hier fertig. Also ich bin heilfroh, hier wieder zu sein. Nur hast du die Diamanten. Das ist das Problem. Richtig? Oder falsch? Das ist das Problem, genau. Und ich, das ist tatsächlich hier, irgendwie muss das ein Spawner sein. Okay, also ein bisschen Weizen habe ich hier. Haben wir die ganze Zeit, wo die Jungs herkommen. Fragst du dich das? Ja. Und haben sie dir was erzählt? Die kommen aus dem Nichts, ey. Die kommen echt aus dem Nichts. Hm. Ja. Aber ich habe wieder. Ich habe auf jeden Fall wieder 23 Brote. Puh, oh, das war heute eine Session, du. Lass mal heute eine halbe Stunde aufnehmen. Alles klar, 3 Stunden später. 3 Stunden später. So, ich habe auf jeden Fall wieder eine Kiste, die ich aber nirgendwo hinlegen kann. Alter, wo kommst du denn her? Ich hab doch gerade mich umgeguckt. Ja, wenn ich das wüsste. So, hier nochmal kurz aufräumen. Ja, ein bisschen doof aus. Vielleicht hier nochmal kurz abbauen. So. Und eigentlich wollte ich dann hier wieder. So, siehst du meinen Namen irgendwo? Ich bin jetzt raus, endlich aus der Ecke. Nee. Bisher nicht gesehen. 2 Brote habe ich noch. Dann werde ich sterben. Stehen die schon draußen vor der Tür, die Schweine? So, ich wollte Steine haben. Wo habe ich denn Steine? Wieso siehst du meinen Namen denn nicht? Ich kann doch nicht so weit von dir weg sein, ey. Ich weiß es nicht.
An welcher Stelle hast du denn gemerkt, dass du anders gelaufen bist als... An welcher Stelle? Mhm. Naja, ich habe irgendwann... Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn da gesagt? Gesagt, irgendwie, das kommt mir hier doch bekannt vor, da habe ich doch zu dir gesagt, ah, hier, das ist doch der Spawner da mit den Monstern, wo die ganzen Dings sind. Die ganzen... mit den ganzen Spinnspawner, wo die waren, wo wir die umgehauen haben. Und dann habe ich da den Weg wieder zurückgefunden. Woran siehst du das denn? Ja, ich habe den Weg erkannt. Also da, wo wir... Wir waren halt da. Ich habe die Gegend erkannt. Ja. Also ich bin jetzt wieder an dem Lava-Spawner hier. Ja, da musst du da... Ja, ich kann es dir schwierig beschreiben. Ja, ich bin tot. Oh, sie treten mir die Tür ein. Kannst du mich... Ja, ich kann dich gleich teleportieren. Warte. Nee, ich habe nur noch ein Herz. Das ist echt zu riskant, oder? Die ganzen Diamanten. Ich kann dich herholen. Weißt du, was ich durchmachen musste, du Arsch? Ihr... Ich denke, wir können es auch hier beenden. Du kannst hier noch ein paar Sachen reinschmeißen. Meine Güte, das war eine anstrengende Nacht. Also... Mann, ey. Das kann ich erst in 3 Wochen rennen, denn so anstrengend war es. hier, die Melonen, die spawnen hier en masse. Also, wenn du was zu fressen brauchst, wirst du ab jetzt vegetarisch ernähren müssen. Nein. Doch, die Sticks habe ich aufgegessen. Scheiße. Die Sticks? Die Sticks. Ich habe die Sticks aufgegessen. ja. Wir haben auf jeden Fall hier die Kiste mit dem Futter. Hier packe ich alles rein. Wo haben wir Eisen? Hier Eisen rein. Wunderbar. Eisen. Boah, ich habe ein 64er Stack zusammenge... Ja, ich habe zwischendurch schon mal 3 64er verbraten. 32 Wolle? Was hast du hier Dings gemacht? Fäden, ja. Ich brauchte Platz. Und da habe ich dann die Schafe geschlachtet. Aber ich habe Leder mitgebracht. Sehr gut. Ich weiß nicht, was wir damit machen sollen. Pfeile habe ich. Kein so, ich habe hier noch... sind hier nicht, aber Schleimbälle sind da drin, ne? Ja. Da haben wir jetzt 12 Stück von. So, haben wir irgendwie... Ach, hier habe ich noch Kohle. Zack. Ja, auf jeden Fall haben wir ordentlich was mitgenommen. Also, wenn du dir die Kisten hier mal anguckst. Jetzt müssen wir nur wissen, wie wir hier wieder zurückkommen, ne? Das kriegen wir ja auch nie wieder an die Oberfläche, ne? Oh, Creeper vor der Tür. Creeper. Warum gehst du auch vor die Tür? Ja, weil die uns die Tür eintreten. Kann man da nicht was anderes... Kann man da... Eisentür kannst du hinbauen. Dann müssen wir beim Knopf auf jeden Fall haben. Tritt. Wir machen eine Eisentür, komm. Weg den Quatsch hier. Schnell eine Eisentür bauen. Was soll ich? Mach du. Und dann musst du das vor die Tür von vorne machen. Nimmst du den ganz weg? Ja, weil du die sonst nicht dahinsetzen kannst. Ja, aber so kommen sie jetzt ja ganz rein. Ja, aber ich dachte, du brauchst ganz schnell. So, ich baue draußen nochmal kurz mal was schön. So, hier nochmal den Gang schnell sauber machen. Ha! Hier sind die. Ist natürlich blöd von der Seite. Ich habe keinen Knopf. Ich brauche einen Knopf. Von außen kannst du sonst nicht aufmachen. Ja, warte. Und ich hätte auch die Tür von außen angebracht. Jetzt kriegen wir sie nicht mehr auf. Aber ist auch okay so. Kannst du mir den Knopf rauswerfen? Ja, mach ich. Oder kann ich den Knopf vielleicht selbst bauen? Nee, wie baut man einen Knopf? Ah, ich habe einen. Ich mach einen Button. Na toll. Womit baut man die ab? Ach, mit der Spitzhacke.
So, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Eisenbutton, Steinbutton draußen. Und ich denke, wir können uns eigentlich wieder gleich verabschieden, ne? An dieser Stelle. Ja. Mal hier mal reinschmeißen. Haben wir jetzt, hast du die Tür jetzt auf der anderen Seite angebaut, oder? Ja. Und wir haben unsere Kiste mit Steinen voll. Kriegst du das hin, draußen reinzukommen? Also hier so, zack. Ja, super. Wie mit Steinen, wo? Hier? Ja, also die Steine da links, die Cobbles sind komplett voll. Ja. Aber wir könnten die Schiene so rausnehmen, ne? Neben der Bench. Ja. Ne? Geschichte. Da. Männlich-weiblich. Kann das Holz ja rein. Ja. Erste Frage, was man jetzt so macht, ne? Man kommt mit den Sachen natürlich auch nicht mehr raus. Man könnte hier unten eine. Ja, das wär's vielleicht, ne? Eine Bahn hier genau, runterlegen. Man könnte eine Bahn legen zu unserem Häuschen. Ja. Das wäre auf jeden Fall praktisch. Das wäre praktisch, müssten wir nur irgendwie hinkriegen. Wir bräuchten es ist ja auch die Frage, ob wir von hier überhaupt wieder zu unserem Häuschen finden. Naja, also noch, ich denke schon, weil es ist einfach über uns. Es ist nicht, wir sind nicht 200 Milliarden Kilometer weg gewesen. Da, wo du meintest, hier ist ja Schnee. Wir hatten noch Schnee in der Nähe. Wir hatten nämlich hinter, wenn du dir vorstellst, du gehst die Treppe hoch, rechts davon, hatten wir sozusagen kleine Inseln dahinter. Und da war, glaube ich, auch Schnee. Aber ja, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall sind jetzt 2 Stunden um. Es ist 14:45. Sehr gut. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Melonen bei uns. Die kannst du auf jeden Fall einsacken. Ich habe Brote schon gemacht. Mit ein bisschen Glück haben wir hier bald auch wieder neues Getreide. Also es läuft hier alles wie geschmiert. Das ist auf jeden Fall ein super Ding. Hier unten zum Überleben. Ich glaube, wir müssen keinen Hunger leiden. Das ist schon mal eine super Sache alles. Wie viele Schienen haben wir eigentlich? 2x64. Damit kommen wir schon gar nicht mal so weit. Ja. Ich habe hier einen Ofen wurzelt noch. Oh ja, das ist der. Das ist das 64er Stack Geschichten hier. Mhm. Wir haben auch noch 4,64er fertig, ne? Eisen. Ja, ich könnte gerade mal eine neue Rüstung gebrauchen. Ja. Wir brauchen mal so einen Mülleimer, bräuchten wir mal. Ja. Oder so zum eine, Vernichten, ne? So eine Rutsche hier irgendwie, wo so Sachen gedroppt werden. Wir haben doch irgendwo unseren Lava-Eimer. Nein, den haben wir ja gar nicht mehr, ne? Der Lava-Eimer ist ja irgendwie verschwunden. Wir hätten sonst einfach so eine Art, so einen kleinen Mülleimer hier reinbauen können. Wo du die Sachen reinwirfst mit in die Lava, so. Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Schluss. Ja, würde ich auch sagen. Gucken wir nochmal links, rechts, alles im Lot. Ja, wir sind ja auch hier gut geschützt. Ne? Ja, haben hier eine gute Eisentür. Nee. Nö, ist nicht Nacht. Auf jeden Fall, Level 39 habe ich, gar nicht schlecht. Witzig wäre natürlich, wenn wir hier direkt nach oben bauen könnten und nicht da Wasser wäre, dass wir direkt eine Leiter runterlassen könnten, ne? Ja. Das wäre natürlich auch nochmal eine witzige Sache. Das könnte man natürlich auch noch machen, ja. Aber wenn da oben Wasser ist, dann. Dann haben wir ein Problem, ja. Ja. Dann müsste aber einer, Wasseraufstieg, ne? Einer müsste unten warten dann. Es müsste sich einer opfern für uns. für die Gruppe. Er muss sich einer opfern. Und er baut nach oben und wenn du siehst, da ja, kommt gut, Wasser, dann machst du zu. Dann musst du mich einsperren. Ja. Und dann werde ich elendig verrecken. Ja, wenn du nach oben dich baust, dann musst du ja unter dir Steine oder sowas haben. Oder halt Leitern. Wir könnten Leitern bauen oder irgendwie sowas und dann nach oben. Oder halt ja, mit genau, Steinen dich wieder hochbauen. Mit Leitern immer. Ja, wenn du mit Stein dich hochbaust, dann machst du auch gleich wieder zu, so, ne? Aber das ist ja richtig, da musst du immer einen machen, einen zurück, einen machen. Ja, oder ein paar setzen, wieder ein paar bauen und so weiter. Naja, wie auch immer, wir überlegen uns da was. Und, ja. Wir bedanken uns für diese lange Aufmerksamkeit. Die Folge wird 2 Stunden gehen. Laden wir auch in einem Stück hoch. Ja. Sehr gut. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi, Kosten. Auf Wiedersehen.